Hallo und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Wir starten gleich mal die Mission Deadman's Port, wie ich im letzten Video schon erwähnt habe. Es ist den Söldnern in der Gegend einfach hier zu warten. Colonel Orlan lässt sich auf jeden Fall Zeit, diesen Adjutanten für uns zu entschlüsseln. Ja, ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Empfangsübertragung. James! Orlan hat deinen Adjutanten geknackt, aber er hat vor, ihn der Liga zu verkaufen. Da muss echt was Interessantes drin gewesen sein. Er will, dass ich mich beschäftige, bis sie ankommen. Das ist ja schön, Mira, aber warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich und Matt besser leiden kann als ihn, natürlich. Wenn ihr mir das Gleiche bietet wie er, dann helfe ich euch, ihn auszuschalten. Er bezahlt in Mineralien, also mache ich euch dasselbe Angebot. Abgemacht. Es ist mir wie immer ein Vergnügen, Mira. Lasst dir aber nicht zu lange Zeit. Wenn Orlan als Erster mit den Waren rüberkommt, dann wird leider nichts aus uns. Oh, und grüß Matthew von mir. Frag ihn mal, warum er mich nie anruft. Es wird nicht leicht, Mineralien hier runter zu schaffen. Wir werden Wiederverwertbares finden müssen, wenn wir Mira anheuern wollen, bevor Orlan es tut. Denken Sie, dass sie Orlan helfen wird, Sir? Sie ist Söldnerin. Sie arbeitet also für den Meistbietenden. Hey, und wer aufgepasst hat. Ja, übrigens ist das der zweite Take, nachdem ich beim ersten Mal irgendwie abgekackt habe. Deswegen lädt es auch so schnell. Wir müssen hier Mineralien sammeln und das möglichst schnell. Also werden wir nicht allzu viele. Wir hören, Jungs. Wir haben einen Deal mit Mira Hahn. Dann lasst uns mal an die Arbeit gehen und diesen Adjutanten zurückholen. So, wir müssen hier. Hier gibt es Schrott aufzusammeln. Das ist sehr wichtig, weil. Oh, keine Ahnung. Weil. Seit Jahren schon nehmen Piraten hier Schiffe auseinander. Es sollte nicht allzu schwer sein, genug Altmetall zu sammeln, um Mira auszubezahlen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, wir müssen hier die Basen von Orlan irgendwie kaputt machen, damit er nicht so viel abbauen kann und wir eben schon genug abbauen können. Beziehungsweise wir können nicht genug abbauen, deswegen müssen wir viel mehr aufsammeln. Und damit das alles funktioniert. Erweiterung fertiggestellt. Schlechte Neuigkeiten? Müssen wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich Einheiten bauen. Und aufsammeln, was das Zeug hält. Hier gibt es übrigens gleich ein Fotos-Artefakt vor der Haustür. Wenn wir gleich eins verleiben, dann liegen auch schon solche Wiederverwertbaren-Schrottteile. Ich werde hier oben einen Bunker hinbauen. Den ich dann noch später mit Marines befüllen werde und mit etwas anderem auch noch. Ja, das warte ich nämlich ganze Zeit schon. Ich habe ein kleines Geschenk für Matt und dich da gelassen. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu geben, als ihr Jungs das letzte Mal hier wart. Verdammt, Jimmy. Sind das etwa Adler? Gut beobachtet, Tigers. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Basis mit Minen sichern. Das sollte Orlan aufhalten. Null Probleme. Gut. Mit der Streitmacht gehen wir um. Erst mal einen Turbo bauen. Der kann ich nicht bauen. Und dann jetzt das Gas abbauen. Gas brauchen wir vor allem für die vielen Adler, die wir bauen werden. Verstanden. So, und hier holen wir uns gleich den Schrott. Ganz viel davon sogar. Die machen wir jetzt auch klar. Ja, das wird helfen hier. Die zwei stecken wir hier rein. Dann bauen wir noch einige Adler. Und einige Arbeiter. Dann bauen wir noch ein Versorgungsdepot, wenn wir unbedingt brauchen. Nicht genügend Mineralien. Sie ist einsatzbereit.
Ja, das bin ich auch schon drauf gekommen. So, jetzt geht's zu der ersten Basis von Orlan. Hier gibt es übrigens so Schrottsammlerflieger, die unbedingt abschießen, die lassen nicht immer so Schrott fallen. Kann man gut brauchen. So, hier sollten wir schauen, ob wir wirklich schnell den Kühlert erledigen. Die stellen wir hier rein. Jetzt nehmen wir mit. Gut. Sieht ja alles gut aus. Das unbedingt zerstört hier, weil das Problem ist nämlich, wenn man es nicht zerstört, dann kommt da irgendwie wieder an Arbeit zu bauen und baut hier weiter Mineralien ab und das wollen wir natürlich nicht. Ja, super, gehen wir noch da rein. Gut, das abbauen hier. Das ist auch erledigt. Außerdem gibt es da relativ viele Mineralien für das Zerstören der Kommandozentrale immer. Deswegen unbedingt machen. Alles klar, her damit. So, dann gehen wir mal daher. Aua, 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 aua. So, die Minen sind deswegen auch sehr gut, weil sie mit Infanterie relativ kurzen Prozess machen. Deswegen nicht vergessen, Minen zu legen, auch im Kampf. Das könnte sich als nützlich erweisen. So, hier weitergehen. Alles einsammeln, was hier rumliegt. Das ist auf der Karte sowieso eingezeichnet. In weiß, also weiße Punkte. Überall, wo weiße Punkte sind, gibt es noch Sachen zum Einsammeln. Ja, wir bauen mal die Pose noch. Schlechte Neuigkeiten? Aber sicher! Positiv! Los, los, los! So, hier weiter bauen. Weiter. Einsammeln, nicht bauen. Und aufpassen auf die orangen Punkte, das sind natürlich die Gegner. Da müssen wir sie möglichst getrennt angreifen, immer. Aber sicher. Wir sind, glaube ich, bald vor der zweiten Basis von Orlan, wenn ich mich richtig erinnere. Durchgeladen und entsichert. Nur nicht zu viele. Diese Schredder produzieren ständig Schrott, den wir wiederverwerten können. Wir sollten hier später noch einmal nachsehen. Genau. Es gibt auch so Schredder auf der Karte verteilt, die quasi. Aua, was hat jetzt wie gesagt? Die quasi dauernd Müll produzieren. Und die können wir dann immer wieder aufsammeln. So, und hier geht's weiter. Das ist so ein Schredder, den man mit produziert. Leider machen wir die Marodeure der Gegner gerade. Oh, okay. Deswegen habe ich hier Minen gelegt. Wir werden hier einfach weitermachen. Deswegen habe ich hier am Nordende der Basis Minen gelegt, damit mir so etwas nicht so leicht passiert. Okay, hier ist auch schon alles weg. Gehen wir hierher. Ja, das sind die Adler so schnell, dass sie immer in die vordere Gruppe rutschen und deswegen nicht viel Schaden nehmen. Unangenehm zu bemerken mag, aber dann ist das Kommandozentrale wieder zu zerstören. Dann sollten wir hier halbwegs da wieder durch können. Ja, hier werden wir reparieren. Wir werden hier wieder Minen auflegen. Die Straße ruft. Kann kaum noch erwarten. Sehr gut. Das erledigt. Hier komm
Langsam holen wir zu Orlen auf. Die brauchen wir nicht. Hier gehen wir her. Gibt es nämlich auch noch ein ganzes. Einen ganzen Haufen von so Zeug. Und außerdem gibt es ein rotes Forschen, das kann ich auch brauchen. Wer ist mit helfen hier? Oh, oh, schon wieder? Okay, das geht. So, hier müsste auch noch was liegen. Ja. Ganzer Haufen sogar. Oh, es wird ziemlich knapp dieses Mal wieder. Hier liegt auch noch was. Schauen wir, was da oben ist. Hoffentlich nicht viel. Oh. Was ist das? Ach, sind die Söldner von dir? Okay. Dann nehmen wir die hier, gehen oben gleich einsammeln. Und zwar hier. Warum nicht? Hier komm ich! Und hier auch. Und hier auch. Immer mit der Ruhe. Na doch. Okay, okay. Jetzt laufen wir ein bisschen in die Mine. Sehr gut. Reicht nämlich gar keine. Wie heißt das sie? Gar keine. Gar keine Marines und Adler mehr, das sieht jetzt hier schon so aus. Yeah, jetzt geht's dran. Nein, das ist nicht so gut. Wollte ich natürlich nicht jetzt. Wenigstens definiert die Mine ganz gut. Und jetzt hier oben her. Am besten gleich mit Sprint. Was soll's sein? Ja, sehr schön. Das Zeug einsammeln. Das Zeug einsammeln. Und wir haben es fast geschafft. Was nicht zerstören, das muss sein, das muss sein, das muss sein dann. Das ist 600. Jawohl, das war's mit der Mission. Na gut, Mira. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst, aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe und auf Matthews. Ah ja. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Ah ja. Die Mission ist offenbar noch nicht vorbei, wir müssen noch einen Orlen besiegen oder so. Das ist nicht so toll. Warte, wenn wir mal ausladen da. Den Bunker können wir wiederverwerten. Worauf soll ich ballern? Okay, schon. Passt. Dann werden wir unsere Einheiten daher bringen. Die werden wir auch noch ausladen hier. Ausladen hier. Jawohl! Die werden wir hier normal machen. Unsere. Nein, die BWFs lassen wir hier weiterarbeiten mal. So, das interessiert uns auch nicht mehr. Dann hierher gehen. Haben wir noch einige Tanks. Und Cobras. Was gibt's? Das geht! So, das Mineralienfeld ist zwar erschöpft jetzt oben, aber sobald die. Ja, sobald die hier fertig sind, gehen sie da runter. Bauen wir noch eine zweite Raffinerie, falls die erste ausgeht. Ah, dann bauen wir hier noch Arbeiter, den wir jetzt endlich halbwegs Mineralien hier haben, zum Abbauen. Und sammeln hier auch noch ein. Was ist da oben? Oh, da oben gibt es auch noch Schrott. Aufgedankt und einsatzbereit!